Wir möchten Ihnen hier die Cuvée X vom Weingut Knips aus der Pfalz vorstellen. Jochen, Cuvée X, wofür steht das X? Eine Sache, die mich schon immer brennend interessiert hat. Gute Frage, da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf. Okay. Ich vermute einfach mal, auf die Rebsortenzusammensetzung bezieht sich das Ganze, weil man nicht weiß, was jedes Jahr genau drin ist. 2006 ist es eine Cuvée, sogenannte Bordeaux-Cuvée, aus Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot. Auch deshalb den Namen Bordeaux-Cuvée, weil es eben die typischen Rebsorten aus Bordeaux sind. Und ich dachte schon, das X markiert den Schatz. Na, nicht ganz. Aber ein Schätzchen ist es. Ja, das ist es. Kannst du uns was über das Weingut Knipser im Allgemeinen erzählen? Und die beiden Brüder Volker und Werner Knipser gehören zu den Rotwein- bzw. Barrique-Pionieren Deutschlands. Mhm. Das waren mit die Ersten, die mit dem Barrique experimentiert haben. Und sind auch diejenigen, die sich am schnellsten damit zurechtgefunden haben. Das heißt, als in Deutschland noch viele Weingüter mit dem Barrique oder Barrique-Weine ausgebaut haben, die eigentlich nur Holz waren und keine Frucht erkennen ließen, keine Eleganz, da haben die beiden Knipser-Brüder wirklich schon Weine produziert, die international konkurrenzfähig waren, weil die wirklich mit dem dezenten Barrique oder dezenten Barrique-Ton nur hatten und nicht übertüncht war mit Holz. Wunderbar. Ich denke, dann gehen wir gleich mal zum Wein über, weil Pfalz und Region müssen wir das, glaube ich, nicht näher erläutern. Na, bei Gips muss ich auch nicht mehr viel erzählen, weil die meisten kennen das schon. Kennen das schon, genau. Die Farbe ist eben wirklich ein schönes, dunkles Rubin mit einem dunklen Kern und ganz leichten Randauffällung. Sehr schönes, dunkles Rubin, ja. Und die Nase zeigt schon, wo der Wein hin möchte. Also es ist wirklich die Nase wie ein Bordeaux. Echt toll. So ein bisschen wie ein Sauvignon. Schöne Waldbeeraromatik, ja, Cassis ist drin, dann Gewürze, feine Holznoten und eine ganz frische Art ist drin, so Minze und sowas. Also wirklich sehr schön elegantes und auch finessenreiches Bouquet, also viele Geschmackseindrücke, die man da hat. Der hält auch im Geschmack. Genau, im Gaumen auch wieder. Okay, verspricht. Genau, frisch, elegant am Gaumen, so eine kühle Eleganz. Das Holz wunderbar integriert. Gerbstoff natürlich spürbar, ja, aber sehr samtig. Mhm. Und einfach ein sehr finessenreicher Wein, vielschichtig. Also einfach ein toller Wein, der wirklich auch mit Bordeaux-Gewächsen in der Preiskategorie locker mithalten kann. Ja, das würde ich auch so sehen. Mhm. So, aber ich meine, du hast natürlich vorher wieder eingehend getestet. Mhm. Du willst dir die Bewertung haben? Ja, meine Punkte. Also ich habe einen Bewertung mit 91 Punkten von 100 und lagerfähig ist er bis 2018. Aber 91 Punkte, da spielt auch ein bisschen der Preis mit rein dann, oder? Weil ja, es ist ein toller Wein, aber der Preis spielt immer ein bisschen eine Rolle. Ja. Ich meine, ein Wein, der 10 Euro kostet, für diese Qualität wird er ein bisschen höher bewertet werden, das ist klar. Aber trotz allem ein wunderbarer Wein, der auf jeden Fall den Preis rechtfertigt. Ja. Das wird auf alle Fälle. Mhm. Super. Speiseempfehlung dazu? Also ich würde sagen, es ist der perfekte Kaminwein, ne, den man abends vor dem Kamin trinkt. Wenn man keinen Kamin hat, kann man auch ein bisschen Abhilfe schaffen mit einem kräftigen Rinderschmorgericht. Ach ja, mit dem Teelicht. Kann man auch, ja. Oder Elektrokamin. Ich glaube, der Wein würde auch von dem Teelicht schmecken. Ja. Gut, haben wir auf alle Fälle mal diesen Wein durch. Sollten Sie probieren. Wirklich ein großer Wein. Also ich finde den ganz klasse. Und würde ich sagen, treffen wir uns das nächste Mal hier wieder bei der Weinverkostung. Bis zum nächsten Mal.